erstmal machen, wieder alles weich. Tschüss. Oh, Bruder. Hier muss man halt immer aufpassen, dass man nicht abrutscht und nicht auf die Wirbelsäule kommt. Wer ist momentan so der beste Boxer, außer du? Pizza Hawaii. Oh, Bruder. Ey, Bruder. Ich mach nicht feste. Wieso lachst du denn die ganze Zeit? Was ist denn da lustig? Also, Petro Lombardi massiere ich, Felix Sturm, Dieter Bohlen habe ich massiert. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr merkt, ich bin schon ein bisschen mitgenommen. Wir haben gerade eine Behandlung hinter uns gebracht. Der liebe Murat ist Bone Sense Animals, auch für Tiere. Tut immer sehr, sehr gut. Ist zum Teil sehr schmerzhaft. Auf jeden Fall, habt Spaß, schaut euch das an. Ich kann Murat nur wärmstens empfehlen, jeden Menschen. Danke. Vor allem Sportlern. Man ist zwar danach ein bisschen so groggy wie gerade ich, aber trotz alledem ist es gut und ich werde sicherlich diese Nacht sehr, sehr gut schlafen. Ist ein bisschen warm. Jetzt ölen wir erstmal den Braten ein bisschen ein. So, erstmal damit, dass die Durchblutung ein bisschen gefördert wird, damit du ein bisschen Sauerstoff in deine Muskulatur bekommst. Oh. Heute bist du aber richtig wehleidig. Ja, das tut sehr verflucht. Oh. Felix ist wieder richtig dicht. Ja. Wir lösen erstmal die kompletten Verspannungen und danach wird er geschröpft. Danach sieht er aus wie so ein Legostein. Das löst auch die kompletten Verspannungen halt, ne? Oh. Und freust du dich auf deinen Kampf? Ja, ich komm wieder gucken, ja. Überleg mal, jetzt schon ein Jahr behandle ich dich, ne? Ja. Krass, ich habe noch nicht mal was zu Ostern oder Weihnachten von dir bekommen, ja? Dauer! Ich mache noch nicht mal Feste, von 1 bis 10 ist es noch 4. Sieht momentan deine Vorbereitung aus? Momentan ist 6 Wochen vor dem Kampf. Jetzt fangen wir mit boxspezifischen Sachen an. Ja, und powern, geben Gas, ne? Intervalle, Sport, Platze, Geräte, Athletiktraining mit Chris, Massagen. Jetzt benutze mein Faszientool, um besser in die Muskulatur reinzukommen, um eine bessere Durchblutung zu geben und um die Verspannung zu lösen. Das tut jetzt richtig gut. Ist egal, ich stehe gleich wieder auf. Sieht deine Ernährung momentan aus wie damals? Oder ja, noch krasser? Ein bisschen anders, ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Ich nehme mich auch so, dass ich weniger Gedanken machen muss mit dem Aufpassen vom Essen, weniger Kalorien essen muss. Ich kann ein bisschen mehr Kalorien auf jeden Fall diesmal essen, was auch gut tut. Ich habe mir auch angewöhnt, jetzt einfach im Training zu bleiben, damit ich so ein Grundgewicht habe von maximal 83, 84 Kilo und den Rest verliere ich dann durch das Training bis zum Wettkampf. Was diesmal irgendwas anders vom Training oder gleich wie letztes Mal? Ja, wir haben schon ein bisschen Training umgestellt. Wir lernen natürlich, wir machen uns Gedanken, was kann man machen, was bringt uns voran, auch wenn wir es schon so lange machen, irgendwas kann man immer besser machen. Ich finde aber, deine Nackenmuskulatur und Trapez ist viel breiter geworden, ne? Oben? Ja, ich habe eine lange Zeit, habe ich viel Krafttraining gemacht und bin geschwungen. Ich gucke mir auch ab und zu so Videos an bei TikTok, ne? So vom Boxen, die sind ja manchmal sogar richtig dick, ne? Die Boxer. Und du bist immer voll athletisch. Wer ist momentan so der beste Boxer, außer du? Gibt so, also ich würde jetzt nicht so sagen pauschal einer, es gibt schon so 4, 5, aber auch mehr, die top sind. Ich mag Devonta Davis, Caleb Plant, David Benavides, klar Tyson Fury, für ein Schwergewicht macht das wirklich sehr, sehr gut und auch mit dem Gewicht. Es gibt viele wirklich, die ich sehr, sehr gut finde, die ich mir gerne angucke. Und das ist nicht dein letzter Kampf, ne, Abi? Nein. Also du hast eigentlich schon alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann, ne? Ja, außer BBC. Also WBC ist mit der, es gibt vier große, WBA, WBO, WBC, IBF. Ich habe alle drei, also ich habe alle bis auf WBC-Titel gewonnen. Die meiste Zeit war ich WBA-Weltmeister. Oh, der tut weh. Guck mal, hier siehst du jetzt die Verhärtung. Guck mal. Nee, der Bereich ist ziemlich hart. Hier ist weich, hier ist härter. Und die machen wir so lange weich, also behandeln wir so lange, bis er weich wird. Dass nach einer Zeit dann der Muskel halt nachgibt. Mhm. Und dann solltest du auch nicht dementsprechend noch aggressiver vorgehen, weil sonst übersäuert der Muskel halt, ne? Das ist dann halt nicht so vorteilhaft. Oh, Bruder. Was tut weh, Bruder? Nein, wehtut tut gut. Mein Onkel hat immer gesagt, wenn es nicht wehtut, bringt es nicht. Ja, super. Hier muss man halt immer aufpassen, dass man nicht abrutscht und nicht auf die Wirbelsäule kommt. Weil das tut dann extrem weh. Hey! Mein zweiter Vorname ist auch, also Spitzname ist Pitbull. Ich beiß mich an einer Stelle so lange fest, bis die locker wird. Tut das gut, Abi? Nein, überhaupt nicht. Genau, alles gut. Boah, das tut weh. Das tut richtig weh, Murat, an der Stelle. Wenn ich nach Köln zu machen, ein bisschen Sparring, ja, ne? Ja, klar. Da musst du richtig aufs Maul für alles. Ich wusste, dass er das sagt.
Lass mich so zweite, dritte Runde fallen, ja? So meine Männlichkeit einmal beweisen. Aber ich darf dich auch ein, zweimal treffen. Was war dein schnellster Kampf bis jetzt? Ja, ich hab schon zwei, dreimal erste Runde gewonnen, Karas, also mit dem schnellsten. Mit K.O.? Ja. Also ich schaffe auf Kirmes, bei dieser Boxautomat schaffe ich 730. Das schaffe ich ein bisschen mehr. Oh, ich habe schon mal ein Video gesehen, ja, da hat jemand daneben getroffen. Ich kenne da jemanden, dem das passiert ist. Der hat daneben geschlafen und hat die Hand gebrochen. Ne? Nein! Doch, den Namen will ich aber hier nicht nennen. Ach so, kennt man den, okay. Ja, ich kenne ihn. Ach krass. Aber du hattest beim Boxen noch nie so eine schlimme Verletzung, ne? Ja, was heißt schlimm? Ich hatte schon ein paar Verletzungen. Cuts an der Hand, am Ellbogen, Zähne. Ich hatte schon ein paar Sachen. Wenn ich so andere Boxer sehe, die haben immer Nase kaputt. Du hast sie gar nicht so kaputt, ne? Ja, Gott sei Dank, bei mir verhält alles gut. Gute Genetik, ja. Für die lange Zeit ist das okay. Ist die Nase okay? Okay, mashallah. Ich liebe es. Jetzt kommt Schrift wieder. Genau. Ansetzen. Zack. Ansetzen. Zack. Sie hat mit dieser Vakuumpumpe den Sauerstoff daraus, also die Luft, und sorgt dafür, dass die Haut und der Muskel angezogen wird. Und dadurch wird eine sehr, sehr starke Durchblutung gefördert. Und das sorgt dafür, dass der Muskel, der da drunter verspannt, sich halt löst. Tut das weh, Abi? Ein bisschen, ja. Das zieht. Ja. So 3 bis 4 Minuten, dann lässt das nach. Sollte es irgendwann mit Massage nicht mehr laufen, mache ich SM-Studio auf. Erstmal machen wir wieder alles weich. Tschüss. Boah, die sind ja wie Beton. Die sich auch an. Die tut so weh, die Wade. Die ist auch okay, die rechte wird dich gleich auseinandernehmen. Pizza Hawaii. Oh, Bruder. Ey, Bruder. Oh. Ich mach nicht feste. Oh, wie wäre es denn, wenn das feste wäre? Oh. Nur ein bisschen lockern, Abi. Oh, Bruder, da links tut weh. Hier? Ja, aber weißt du nicht. Oh. Wieso lachst du denn die ganze Zeit? Vernünftig. Was ist denn daran lustig? Wie die sich freuen, wenn ich gequält werde. Ja, muss auch mal sein, dass der Champion gequält wird, ne? In der Weihnachtsbäckerei. Boah, jetzt guck mal auf die Gläser. Guck mal, wie blau die werden. Jetzt benutzen wir ein Faszien-Tool, um die Faszien ein bisschen aufzumachen. Ein bisschen für Leichtigkeit in der Wade sorgen. Nehmen wir die oben ab und machen die unten ran. Wenn ich den jetzt aufmache, komm mal, zack. Wir machen jetzt nur noch ein bisschen zur Entspannung. Jetzt kommt der Muskel ein bisschen zur Ruhe. Das ist wie beim Steak. Wenn du das Steak im Ofen gemacht hast, musst du das erstmal rausholen, tust es in Alufolie und dann musst du das ein bisschen ruhen. Also du bist wie so ein Steak, wie so ein Rumsteak. Ich gebe dir noch Rumsteak. Mal ein bisschen Öl drauf. Och. Eigentlich muss ich das Öl so drauf machen wie Nussfett, ne? So von oben, so drauf tropfen lassen. Habe ich schon mal überlegt, so warm drauf tropfen lassen, aber dann gibt das so ein anderes Feeling. Oh ne, ich sag immer, wer kommt, der kommt. Aber so habe ich ja schon viel in Deutschland gemacht. Also Petro Lombardi massiere ich, die Amira Pocher, Nico Schlotterbeck, dann Felix Sturm, Dieter Bohlen habe ich massiert. Wer war der Verspannteste bis jetzt von allen? Oder Petro. Petro ist am Verspanntesten. Und der Körper ist undankbar. Machst du viel Sport, bist du verspannt, machst du keinen Sport, bist du verspannt. Eigentlich sollte man sich regelmäßig halt behandeln lassen, ne? Soll ich bei dir auch ein bisschen Po-Massage machen? Po-Massage ist gut, ja, fördert die Durchblutung. Das ist egal. Also ich habe viele Leute, die machen Taekwondo und Judo, die lassen sich regelmäßig den Po-Massage. Ja, mach das mal eben, kein Problem, gerne. Wolltest du was sagen? Nee. Ich hab nichts zu sagen. Ihr habt euren Spaß, alles gut. Guck, jetzt sieht aus wie ein Lego-Stein. Murat war hier. Er sieht aus wie ein Lego-Stein. Ja, hat gut getan. Ich bin ein bisschen für alle und ich kann euch nicht mehr viel sagen. Nach der Bahn. Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn es euch Spaß gemacht hat. Gerne ein Like, den Kanal abonnieren und für weitere Wünsche einfach in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.